Im Advent. Südtiroler Schauspieler lesen Texte von jungen Südtiroler Autorinnen. Der Alte am Fluss von Nadja Unterfrauner, gelesen von Lukas Lobis. Einst saß ein alter Mann ganz alleine auf einer Wiese nahe eines Flussufers. Er sah recht zerlumpt aus, seine ungekämmten Haare waren so verfilzt und voller Knoten, dass ein junger Vogel es einmal fast mit seinem Nest verwechselt hätte. Unter den buschigen Brauen versteckten sich zwei strahlend blaue Augen, deren Blick trüb auf das eisblaue Wasser gerichtet war. Nun trug es sich zu, dass der Mann jeden Menschen, der an ihm vorbeikam, höflich bat, ihm einen Gefallen zu tun. Am ersten Tag kamen 12 Menschen vorbei. Keiner beachtete ihn und seine Bitte. Einer verwechselte ihn mit einem Bettler und warf ihm ein mickriges 10-Cent-Stück hin. Es verschwand klimpernd zwischen einigen Kieselsteinen. Am zweiten Tag versuchte er es erneut. Nannte seine Bitte, man möge ihm die Welt beschreiben. Es kamen 7 Menschen vorbei. Keiner würdigte ihn eines Blickes. Erst am dritten Tag, wo es schon am späten Nachmittag war, kam eine junge Frau vorbei. Er nannte ihr seine Bitte und war bereits ohne Hoffnung, als sie einwilligte und sich zu ihm setzte. Sie begann zu erzählen und beschrieb ihm, wie die Welt in ihren Augen aussah. Und der Alte merkte bald, dass dieses Mädchen so rein und fröhlich war, dass es selbst die trübe Welt zum Leuchten brachte. Der literarische Adventskalender. Tür für Tür, ein Geschenk.